mich reichen. Null, dann sind sie wieder einigermaßen brauchbar. Dann wollen wir uns mal unsere Stadt zurückholen. Hole dir deine Stadt zurück. Das mache ich sogar Autogefecht, das ist wieder eine recht eindeutige Sache. So, 46 Einheiten verloren, aber das war es mir wert. Genau. Friedlich besetzen wie immer. Auch wenn der Städtewohlstand irgendwie recht gering ist. Sauerei. Und ich kann den Markt noch nicht mal hier reparieren. Doppelte Sauerei. Tja. So. Und die Armee lasse ich auch erstmal in der Stadt, sonst fährt die mir hier gleich wieder vor der Nase weggekrallt. Kann ich noch irgendwas rekrutieren? Nichts, was sich lohnt. Beherrschung der Künste. Habe ich gleich meine Bogenkunst. Wir sind schon am Ende. Es wird gerade Winter, ist gerade ungünstig, um in ein feindliches Gebiet zu gehen. Oh, ich könnte kotzen. Die Tokugawa wollen wieder ein Handelsabkommen. Außerdem geben sie mir dafür 240 Talerchen für dieses Das Handelsabkommen. ist ja. Das ist doch was Feines. Ja, Angebot annehmen. Wir hätten natürlich ein Gegenangebot machen können. Aber wenn sie mir schon freiwillig Geld geben, geschenkt, glaube ich, guckt man nicht in den Maul, ne? Allerdings nicht. Die Date leben noch? Ich dachte, die werden schon ausgerottet. Die leben noch. Es kann ja nicht mehr viel von denen übrig sein. Das kann sein, ja. Shoni, was machen meine Feinde? Gar nichts. Das ist doch perfekt. Machen wir gleich noch einen kleinen Abstecher in die Stadt. Und dann mal sehen. Komm, bitte, bitte, bitte schneller. Etwas schneller. Ja, die Leute laufen bei mir so ein bisschen durch die Gegend. Ja, bei mir nicht. Bei mir ist hier tote Hose. So, als nächstes erforschen wir ausnahmsweise mal die Kunst des Chi. Es wird nämlich langsam mal Zeit. Noch kein Chi erforscht. Ah, da ist eine kleine Armee. Was hat die Armee? Die Armee hat drei Einheiten und nichts im Schloss. Was? Ne, warte mal. Ich muss erst noch kurz mich versichern, was ist da drin? Ein Daimyo und ein General. Also die Armee müssen wir leider aufhalten, laut Missionsziel. Armee sabotieren, bitte. Ja, stimmt, sind wirklich 3200 für die Feste. Feindliche Armee aufgehalten. Mission erfolgreich. Jawohl. So, und ich denke schon, die kriegen dort zwei. Ja, das hilft. Angreifen, bitte. Bitte, bitte angreifen. Boah, das leckt ein bisschen bei mir jetzt. Und ja, das machen wir automatisch. Zack, tot. Na, also. Klatsch. Und dann greifen wir noch gleich die Stadt an. Noch, weil es so schön war, ne? Ja, noch einmal. Sag mal, die haben da hier meinen Ninja umzingelt mit Truppen. 30 Samurai, ein Samurai-Gefolge aller 30 und ja, das machen wir auch automatisch. Also, das ist einfach nur mehr als sicher, Jungs. Ich habe einen mutigen Mann verloren, aber die Stadt ist mein. Und sie sind neutral, wenn ich diese Stadt besetze. Ja. Schiffsbau abgeschlossen. Ja. Wunderschön. So, eine weitere Provinz haben wir, Leute. Da das Schiff, das bringen wir gleich mal hier hin, weil. Ja, es ist sowieso abzusehen, dass hier nichts wird. Ich habe jetzt wenigstens ein bisschen mehr Geld als vorher. Und ich habe wirklich großen Schiss, dass die mich angreifen. So, na, so mal nebenbei für meine Zuschauer. Man kann natürlich hier, wenn man neue Generäle hat, um deren Loyalität zu steigern, weil sonst wenden sie sich irgendwann gegen dich, denen hier einen Rat zu weisen. Zum Beispiel Kriegsführungsrat, Versorgungsrat, so einen Posten, den sie dann übernehmen. Meiner nimmt, glaube ich, mal hier einen Finanzrat. Plus einen auf Besteuerung ist auch was Feines.
ich baue hier gerade buddhistischer Tempel. Ach scheiße, kann ich gar nicht bauen. Ich brauch Zen. Das da. Ich muss erforschen, einen Rund noch. Die sind neutral gegenüber von mir, also, das wird prickeln, das da. Willst du was Prickelndes? Ein prickelndes Abenteuer zu zweit? Abenteuer 18. So viel dazu. Keine weiteren Fragen. Ja. Okay, wir können hier nicht gerade besonders viel machen. Kann das auch dann sein, dass ich eine Provinz vom Stein befreit habe? Nein, das kann nicht sein. Ich denke nicht. Nein, ich glaube nicht. Ansonsten, was haben wir hier an Armee drin? Ich habe richtig wenig Armee. Bei mir geht's so langsam voran. Ich mache mir richtig den Weg durchschlängeln. Die Higo, die machen einfach gar nichts. Die bleiben hier stehen wie versteinert. Die haben 21 Mann. Dir soll's recht sein, ne? Die könnten mir ganz schön Probleme bereiten. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den Handelshafen wirklich abreißen soll. Wie gesagt, ich kann halt eben diese Ashigaru, da die importierte Lundengeschoss Ashigaru rekrutieren. Da kriegen sie halt eben Waffen in die Hand und werden wie bei Napoleon Total War hier durchschießen. Ja, also ähnliches Prinzip dann. Ja. Das Problem nur ist, diese Stadt ist 100, zum dritten Mal sage ich das schon, 100% christlich besetzt. Das heißt, es wird bald übelste religiöse Unruhen geben. Deswegen brauche ich so schnell wie möglich einen buddhistischen Tempel oder ich gehe wirklich in den Christentum über. Dann sind meine ganzen Städte christlich besetzt und alle anderen Städte, die ich zukünftig einholen werde, müssen erst meinen Glauben haben. Aber ich denke, ich reiß den ab. Ich entscheide mich doch nicht für diesen Lundengeschossblutzender. Abreißen bitte, danke. Dann Amen. Dann hier hat eben ganz schön viele Unruhen oben. Immerhin, die Verwüstung geht erstmal weg. Und Yari Samurai, die brauche ich bitte. Dann mache ich hier noch Katana Samurai und Yari Ashika. Hallo, danke. So, und dann ist mein Geld auch noch verprasselt für die und das Income fliegt schon auch wieder nach unten. Die Kunst wird beherrscht, die Kunst des Bogans. Ja. Hafenblockade, Hafen von Chiba. Kann doch blockieren. Ja, wenn du direkt davor stehst, du kannst nur nicht in den Hafen einrücken. So, ich muss hier jetzt erstmal kurz meinen Ninja wieder auf den Weg schicken. So, kurz mal auf die Uhr geguckt. Eine Stunde nehmen wir schon auf. Yay! Das heißt, wahrscheinlich nur noch eine halbe Stunde. Ich will meine Festplatte nicht so derbe volllaufen lassen. Dann müssen wir leider aufhören. Alter, ich treffe hier auf Clans, ey. Jo, ich gar nicht. Ich habe immer noch mein in sich wahrer Feind, die die Shoni. Die Bungalows. Die Bungalows. Ich kann mal mit den Ikuiki eigentlich Handel anfangen, das ist eine gute Idee. Die sind mir zwar unfreundlich, aber das ist mir egal. Die haben aber auch fast alles an Feinden, also. So, irgendwas wollte ich jetzt hier. Ihr seid happy. If you're happy and you know it, clap your hands. Danke. Ja. Feindliche Handelsroute, also. Also, marinetechnisch, so, Leute, bin ich nicht gerade sehr begabt, kann man sagen. Stimmt. Weil marinetechnisch kann ich echt gar nichts. So, Armee. Ja, komm, nehmen wir den neuen General gleich mit. Unsere Nahrung geht und hoch, das ist wunderbar. Ihr rekrutiert nochmal einen Trupp Ashigaru. Machen wir nochmal zwei Trupps Yari Ashigaru. Oh. Wir sind günstig und schnell fertig. So. Ah, du hast schon abgegeben, wie ich sehe. Mhm. Leider noch nicht den Löffel abgegeben.
Das hättest du aber gern. Das hätte Oh, ich die. gerne, dass deine Hauptprovinz irgendwo besetzt wird von irgendeinem anderen. Du kriegst sie nicht zurückerobert, du kämpfst gegen sie an und ich bin gerade in dieser Runde dabei, während deine ganze Armee zerschlagen wurde und. Ja. Ja, also es kann Kämpfe nicht mal so mit. lange dauern. Die Uesugi hier, die dunkellilanen auf der Karte hier, so, die machen sich so richtig breit gerade oben. Also es fällt mir gerade mal so eben auf, ey. Also du musst aufpassen, wenn du zu viel Provinzen hast, mein Freund, dann wird das Shogunat auf dich aufmerksam und die könnten dir den Krieg erklären, ne? Ja, ich werde mich erstmal Richtung Osten ausbreiten. Ich denke, das wird eine ziemlich sichere Sache sein, wenn ich da alles hab. Kunst wird beherrscht, die gleiche Landverteilung. Ja, Zen wird studiert. Und hier sind die Leute gut drauf, plus 5, weil die irgendwas da ist, ja. Beherrschung der. Was? Beherrschung der Künste ist Voraussage Ends. Oh, das ist gut. Das finde ich sogar gut, das ist cool. So, ich baue jetzt ein Odachi-Dojo. So, machen wir Oder erstmal hier. Nee, der buddhistische Tempel kann ich nicht Ort. unbedingt Ein Fest war das, genau. Nee, ich bastel jetzt nur Dachi-Dojo. So, gehen wir mal hier nachgucken, was hat denn unser Gegner denn hier so? Kaugummi. Ja, Kaugummi hat er, auf jeden Fall. Nee, Das ist ja schon auf. ein 56er Trupp Bogensamurai. Ich will mal einen Blick weiter nach oben wagen. Kommt bitte die Hauptstadt, die Hauptstadt. Och. Och, doof. Schiss. Ich fühle mich verarscht. So, ihr bleibt schön in der Stadt drin. So, was geht hier unten vor sich? Gar nichts. So, ich habe einen Handelsschiff, glaube ich, wieder. Ja, das habe ich. Das geht da unten hin mal wieder. Also, je mehr Handelsschiffe man da hinsendet, desto mehr Income kriegt man da. Ganz einfach. Zack. Und ich könnte wirklich jeden Taler hier gebrauchen. Und wenn diese Armee hier die erreicht hat, dann kann man hier mal weitersehen. Je nachdem, wie viel Besatzung da drin ist, mache ich die Armee aufteilen und ein Teil der Armee bleibt hier drin, für die religiösen Unruhen hier in den Griff zu kriegen. Aber das wird nicht so schnell passieren. Aber der christliche Glaube geht runter. Das finde ich doch mal schon mal schön. Aber ich hoffe, dass die religiösen Unruhen zu keinem Aufstand führen, weil da kommen tausende Christen hier raus und sagen, ey, wir wollen wieder den Christentum haben. Und dann fangen sie an zu heulen und machen mich wahrscheinlich sogar in meiner Provinz platt. Und dann sage ich, haha. Das sag ich halt mal. Dann sage ich, nee, das ist nicht jugendfrei. Warendepot, Piratenversteck. Hallo? Hä? Plus 3% auf das Handelseinkommen, nur Steuern. Plus 3 auf Erfahrung für alle Schiffskrekruten. Ich werde hier jetzt auch einfach mal einen Bogen-Kobaya bauen, damit ich meinen Hafen hier mal ein bisschen verteidigen kann. Kann ja nicht sein, dass so zwei dreckige Schiffe hier meinen Hafen blockieren. Ja, das kann Sinn. Das kann nicht sein, ne? Das darf nicht sein, sagen wir mal so. Ja, stimmt. Yari-Samurai machen wir die hier rekrutieren. Oder wir könnten ja auch mal die Flammenbomber hier benutzen. Wie findest denn du die? Hast du die schon gebaut? Ich habe sie schon gebaut, ich habe sie sogar schon hier in Musashi, ich habe sie aber noch nicht benutzt. Ja, komm. Neugier macht Laune. Ja, ich werde auch gleich mal mit ausrücken, also. So, dann hier alles gerückt. Die Künste, ja, Zen wird beherrscht, dass ich hier mal endlich das Christentum rauskriege. Weil es wird einfach zu extrem mit der Zeit. Ich glaube, die religiöse Unruhe erreichen bis Stufe 7 oder 8, je nachdem, wie viel Prozent christlich ist. Und gerade alles ist christlich. Nimmt ab. Ja, das ist gut. In der nächsten Runde nur noch 97,2% Christentum. Und So. wahrscheinlich 2,8% buddhistisch. Es wird hart. Unterdessen werde ich meine Armee hier mal ein bisschen aufstocken. Habe ich hier mal wieder ein paar Trupps in der Stadt. Das heißt, ich kann auch bald wieder ausrücken. Jo, das kannst du machen. So, habe ich noch irgendwas zu tun? Ja, ich wollte mal nach meinem Ninja gucken, weil der hier anscheinend Stress hat. Ja, da ist ein gegnerischer Ninja. Attentat ausführen. Damit ihr auch mal bei mir das Video seht.
Versuchen wir mal einen Ninja zu meucheln. Ist ja wohl nicht meiner, ne? Ja, nee. Stille. Yeah! Hinterrücks im Schlaf mit dem Messer! Und das Messer lässt er auch noch zurück. Hey, Junge, hier, Fingerabdrücke und so? Ja, der schon mal was davon gehört? Kripo. Der will sich auf die Kripo aufmerksam machen, weißt du? Ja, klar, merke ich schon. Nee, es war ein Ninja von Besho. Okay. Aber es war. Es war. Ja. So, was erforsche ich gerade? Ja, die Kunst des Chi. Da war ja was. Kann ich mit irgendjemandem Handel anfangen? Nein. Sind mir die Imagawa noch freundlich gesonnen? Ja, das ist gut. Ja. Schon klar. Ja, ich habe wirklich sehr niedriges Income. Boah, ich kann mit meins leben. Ja. Nicht hier meine Provinzen vor meiner Nase wegschnappen, du scheiß Uesugi. Nimm dir die Provinzen, die dir am nächsten sind, okay? Ja, Takeda. Nein. Doch. Ich mache hier gleich mal Krieg mit den Uesugi, wenn es so weitergeht. Ja, muss ich aufpassen, was da so abgeht, ne? Also, Uesugi, Die sind schon groß, also... sind groß und wahrscheinlich mächtig. Ich weiß nicht, wie viele Provinzen sie haben, 4 oder 5, kann ich mir vorstellen. Mir werden gerade nur 3 angezeigt, aber das sind eben die 3, die bei mir anliegend sind. Oh, das ist böse. Dann haben sie sich so küstenmäßig ausgebreitet. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die da oben haben. Vielleicht gehört der Rest ja auch den Data oder so. Hier sind die Yuzugi. Also hier, glaube ich, ich könnte vorstellen, ja. Zu den Yari Ashigaru können sich die Samurai Ja, die können sich, Samurai können sich verteidigen. Zur Info wieder, Yuzugi ist hier irgendwo auf der Karte und hier ist Kite irgendwo. Im Livestream seht ihr das ja und ja. Und wir sind am Zug. Ich bin ja ein Blitzmerker. Und hier ist noch alles schön. Ja. Das ist eine gute Frage von den Milan gerade. Erklärt das Shogunat eigentlich auch den anderen Clans den Krieg, wenn die zu groß werden? Können wir gar nicht sagen. Also KI ist KI normalerweise und ich glaube, das ist... Also das bezieht sich nur auf den Spieler. Ich gehe auch mal von aus. Ich hatte es zumindest noch nie erlebt. Also ich hatte es auch nicht erlebt, dass sich jetzt der... das Shogunat gegen, was weiß ich, gegen andere Clans erhebt. Und ich glaube, ich mache noch mit meinem General ein bisschen Metzelkrieg. Darf ich das oder darf ich das nicht? Nee, warum? Das darfst du nicht. Wir gehen erstmal mit. Oh, mein Sohn ist jetzt auch hier, General. Endlich. Nee, General Takeda Yoshinobu. Okay. Wir geben noch hier die Yari-Samurai mit. Sind doch noch so. Mein Daimyo ist auch direkt an der Front, Takeda Shingen. Oh, das ist gut. Wenn der nämlich fällt, dann muss dein Sohn und Erbe ja das sagen übernehmen. Die Bogen Ashigaru schicken wir auch gerade mal mit. 3 Wohlstand noch, das heißt, die Widerstand gegen die Invasion fällt ab, das ist gut. Wenn der nämlich abfällt, dann haben wir mehr Luft hier für die religiösen Unruhen und die werden wahrscheinlich in der nächsten Runde ganz schön ansteigen. Und da oben genauso, also ich kann mir vorstellen, dass es ganz schön abgeht. So, und dieser Trupp, der wird nächste Runde nicht mehr existieren. Ich habe hier 2 volle Trupps Katana-Samurai und die hauen in die Bogen-Samurai rein, wie sonst was. Und hier sehe ich auch noch Bogen-Samurai und Yari Ashigaru. In der Stadt ist nichts. Dann halten wir die Armee auf. Es gibt halt immer Erfahrung. Ja. Ah, da sind Piraten. Feindliche Armee aufgehalten. Super. Super. Nee, hat er leider nicht. Schade.
Und ja, die Piraten. Ne, Mori, das sind die Mori, ja. Ich hab schon gedacht, Piraten. Also, die haben auch so eine rote Flaggen, die Voku-Piraten. Ihr wisst ja unten in den Auswahlbildschirmen. Die Mori sind ja hier die Wasserfuzis. Ja, das, die sind Meister der Wellen. Fachsprache. Die coolen. Das sind die coolen, wenn sie cruisen. Wenn sie durch die Wellen düsen. So, ja, aber da ist nicht mehr viel dabei. Das sind 0 Nahkämpfer, aber 10 Bogenschützen noch auf diesem Bogenkoba, ja? Also, ja. Recht wenig. Wir sind im Sommer, das heißt, im Winter werden wir wahrscheinlich hier wieder verweilen. Es sei denn, wir erreichen nächste Runde komplett die Stadt. Das wäre ideal, nur ich muss aufpassen, dass es wirklich zu keinen religiösen Unruhen kommt. Ich habe keinen Bock auf eine Rebellion. Oh, wieso denn? So, ich habe jetzt meinen Bogen-Kobaya. Außerdem wird die Kunst des Chi jetzt beherrscht und mein Sohn wird erwachsen und der Handel wird unterbrochen und... So viel, ne? Ja, und so wenig Zeit. So, und mein Sohn ist Erbe und kann nicht zu einem Rat ernannt werden. Das ist doch mal Kacke. Ja, das ist wirklich scheiße. Nur weil er fucking Erbe ist, oder was? Ja. Aber hey, er ist 14 und geht schon in den Krieg, also Respekt. 14 Jahre, aua. Kann ich eigentlich noch ein... Na, Handelsschiff lohnt sich nicht. So, wollen wir mal schauen, ob ihr noch pisst seid. Minus 1, das heißt, eine Einheit muss wieder zurück. Also du kannst froh sein, dass du hier mit christlichem Glauben hier gar nichts am Hut hast. Ja, 100% Shinto-Buddhistisch. Ja, Shino-Buddhistisch, das ist gut. Shinto. Shinto? Ist das Shinto? Ich hatte immer gedacht Shino. Nee, Shino, das wäre immer noch der Typ aus hier Naruto. Nein, keine Enzyklopädie, die dauert mir viel zu lange. Nein! Ach, wo klicke ich denn überhaupt da drauf? Hier drauf klicken. So, ihr geht schon mal voraus, dann kann ich nämlich mit zwei Armeen gleich stressen. Ist das Shinto? Ja, Shinto. Oh, okay. Sag ich doch. Ja. Ich hatte gedacht, Shino-Buddhistisch. Also, das hört sich halt eben japanisch an. Dieser Druck wird bald nicht mehr existieren. Der kann sich nicht bewegen. Ja. Und ihr läuft auch mal in Richtung Gegner. Ihr seid noch happy, ne? 2 plus, das heißt, ich kann da noch einen mit rausnehmen. Du und du, ihr kommt noch mit. 0 neutral, das ist immer so das Minimum, was man an öffentlicher Ordnung haben sollte. Ja, das ist perfekt. Aber mein Armeenunterhalt wird immer mehr. Ich habe schon einen Armeenunterhalt von 3459. So, ich wollte jetzt eigentlich Todofuken hier mal erforschen. Wie viel hast du erstmal die Form. 3459. 2192, also Junge, bist ganz schön groß. Die Angeka Kochi sind übrigens zerstört worden. Die Angeka Kochi, ja, okay, das kann ich mitnehmen. Und das war ja klar. Ah, die Mori haben auch nur noch eine Provinz, fällt mir gerade auf. Oh, das ist nicht viel. Nee, das ist nicht viel für einen großen Clan, den man anfangs aussuchen kann, also... Wieso bewegt sich mein Ninja eigentlich nicht? Habe ich den schon wieder vergessen? Ja. Sollte ich mich gleich mal drum kümmern? Nee. die Shoni, was ist denn das? Eine Schiffsflotte, okay. Also, wir könnten auch natürlich Kriegsschiffe bauen, um hier ein bisschen die Seekontrolle zu kriegen, aber... Ich bin nicht für Seeschlachten geboren, also sie sollten hier in Shogun 2 vereinfacht werden, aber euch zuliebe werde ich wahrscheinlich auch noch Seeschlachten fechten ein paar. Das wären aber dann meine ersten Seeschlachten in der gesamten Spiel geschehen. Der war gut. Ich habe noch nie eine gemacht, ehrlich. Also, nee, hier, jetzt. Satomi, wollen wir nicht Freunde sein? Nee. Vergiss es, ich hab dich gleich... Ich hab dich gleich an den Eiern, ey. Also wenn die, wenn da die, die Shoni da auch bei irgendwie Friedensvertrag haben wollen, dann sag ich auch mal eiskalt hier, ne. Ja, ich hab die gleich, also wieso Frieden? Ehrlich. Ein Sohn wird erwachsen, wunderbar. Wonderful.
Wo ist denn der überhaupt erwachsen geworden? Sag mal, in Shimazu Yoshia. Ja, da ist er. Okay, der kann dann, wenn wir hier irgendwann ausrücken werden, wenn wir diese Bedrohung hier zerstört haben, wird er mit die dunkle Bedrohung. Das ist natürlich perfekt. So, natürlich blockiert der uns den Weg. Das gefällt uns mal gar nicht. Deswegen töten wir ihn. Ja, Kampf. Fight. Und Fight! Das ist doch gut. Ja, ich habe ein paar Einheiten verloren. Aber der ist jetzt tot. So, es kommt bald der Winter. So, ich will mich jetzt mal rückversichern, dass hier keine Riesenarmee kommen wird. Was ist das? Takahua. Okay. Ja, da kommt schon was auf uns angerast. Also. Ich stimme dir zu. Armee sabotieren 62%. Also ganz ehrlich, ich werde jetzt die Uesugi boxen. Die haben verkackt bei mir. Wisst ihr? Die Provinz hier, für alle im Stream, die Provinz wollte ich mir krallen. Die Uesugi hätten sich von mir aus die holen können. Die wollte ich haben. Das heißt, die sind jetzt am Arsch. Die haben mit Zucker in ihrer Armee. Das heißt, er könnte meinen Ninja verhaften. Da muss ich mit dem Ninja da weg. Gibt's da nicht. Apropos Ninja, wo ist meiner? Hallo? Hat dich verpfiffen. So, dann würde ich mal sagen, der Ninja muss hier verschwinden, weil er hat irgendwie noch nicht genug Erfahrung. Der Ninja muss gehen. Der sabotiert erstmal den Handelshafen. Dass er irgendwie brennen soll. Ist er hoffentlich weit genug weg, dass er verhaftet werden kann. Ich hoffe, er wird nicht verhaftet.